Herzlich willkommen und zurück zu Let's Play LS17 auf der Map Silbersusum. Ja, wir waren in der letzten Folge dabei, das Feld 48 zu düngen. Wir werden jetzt nochmal schnell per Hand Feld 49 düngen. Oh, es ist Nacht, wir müssen mal langsam Licht anmachen. Werden wir mal anfangen, jetzt erstmal den Seitenstreifen zu düngen. Und dann werden wir mal kurz zweimal hoch und runter fahren. Und dann haben wir das Feld auch gedüngt. Dann sind unsere ganzen Felder komplett gedüngt. Wir müssen das eine Feld dann noch komplett, also was heißt komplett, den letzten Teil nochmal selbst ansehen. Den Weizen in die Erde bringen und dann können wir uns den Goldnuggets zuwenden und die auch suchen, dass wir die auch langsamer erledigt haben. So, ich glaube, wir müssen anderthalb Mal hoch und runter, dann haben wir das Feld auch geschafft. Das ist gut, das ist ja auch nicht so groß. Dann, wenn wir die Goldnuggets gesucht haben, können wir uns auch mal langsam Gedanken machen, welche Felder, Tiere kaufen, ein bisschen neue Gerätschaften. Also nichts Übertriebenes. Ein Mähdrescher würde ich mir gerne kaufen, einen kleinen. Ein Klaas Mega 208, glaube ich, hieß er. Dann müssen wir dann nachher nochmal gucken. Ja, es kommen jetzt auch jeweils zwei Folgen die Woche raus von LS17, Fortnite habe ich erstmal ein bisschen pausiert. Das war nichts so für mich. Wir sind ja eigentlich mehr gestorben, als wir welche abgeschossen haben. Irgendwie müssen wir uns da nochmal reinfuchsen. So, einmal rückwärts. Also dieser MB-Truck hat zwar Power und so, zum Sachenziehen ist er gut, aber der ist so schwerfällig, bis der mal in eine Pötte kommt. Das ist, glaube ich, das letzte Mal, dass wir mit denen düngen. Kurve. Müssen wir mal ein bisschen näher an vom Rand weg. Aber das passt nicht, dass wir mit zweimal, oder? Kommen wir da ganz knapp hin? Nee. Also fahren wir lieber doch mal ein bisschen am Rand. Dann müssen wir halt kurz einen sauren Apfel beißen und diesen kleinen Strich in der Mitte nochmal extra düngen. Ist halt so. Ja, ihr seht es. Es ist 11.11 Uhr. Diesmal nehmen wir mittags auf. Ich habe heute frei. Ja. So. Das weitere Ziel ist, wenn wir dann unsere Ernte eingefahren haben, großen Teil werden wir gleich zum Bauern Lupus oder Lups bringen, wie er heißt. Da können wir direkt schon das Schweinefutter herstellen lassen. Für unsere Schweine, dass die auch gut versorgt sind. Die Getreide trocknen und werden wir in Gang schmeißen. Dann müssen wir noch wahrscheinlich mehrere Hackschnitzel holen. Mehrere. Machen wir vielleicht nochmal 10 Tonnen oder so. Glaube ich, 2 Tonnen passen immer rein in die gute Trocknungsanlage. Dann wollten wir noch die eine Scheune leer machen, weil wir werden unser getrocknetes Getreide selber am Hof lagern. Weil wir brauchen das auch direkt für die Schweine. Wir brauchen Schweinefutter und getrocknetes Getreide. Dann haben wir das am Hof. Da werden wir uns vielleicht nochmal ein Förderband zulegen, wenn das Ding voll ist, dass wir die immer, dass wir das mal schnell rausfördern können, wenn wir doch mal was verkaufen oder so oder was brauchen. Aber das werden wir noch sehen. So, der war schön, ein MB-Truck, können wir ja mal ranzoomen. MB-Truck 700, ja. Hätten wir uns doch mal einen größeren kaufen sollen. Aber wir wollten ja erstmal mit Kleinmaschinen starten. So. Ein bisschen weiter in der Mitte, nicht, dass wir diesen schmalen Grat noch übersehen. Dann müssen wir noch natürlich die Ballen einholen. Ja, die Ballen wollten wir, da muss ich auch noch einen Platz auf dem Hof finden. Die sind ja auch für die Schafe, die wir uns ja auch kaufen wollten. So, das müsste jetzt alles gedüngt sein. Jawohl, dann können wir ausmachen. Das Stück noch nicht, jetzt aber. Dann fahren wir hier an der Seite lang. Kann ich direkt durch die Ernte fahren. Da muss ich auch, das habe ich immer noch nicht, den Fruchtzerstörungsmod rausholen. Wenn wir durch unsere Ernte fahren, dass die Ernte kaputt ist. Das war ein bisschen doof. Und der, ich muss es zugeben, der MB-Truck ist jetzt auch nicht gerade das gute Düngefahrzeug mit seinen dicken Reifen. So, aber wie viele Ballen haben wir denn hier eigentlich? 1, 2, 3. Drei Ballen da. Hier sind nochmal drei. Da haben wir 6 Ballen. 6. Wir liegen da. 9. 9 Ballen, ja, ich habe gesagt, so 10 Ballen kriegen wir raus, das passt. Ein halber Ballen müsste, glaube ich, noch in der müsste noch in der Maschine sein. Also in der Presse.
So, wo wollen wir denn jetzt die Sachen abstellen? Wir lassen ihn erst, wir parken ihn erstmal hier und machen erstmal das Feld fertig, dass das weiter erstmal wachsen kann. Das ist schon mal gut. Oder wollen wir, können wir hier, gucken wir mal kurz. Können wir hier drin Ballen lagern? Kommen wir hier gut rein? Müsste vielleicht eigentlich auch gehen. Das können wir aufmachen, das können wir auch aufmachen. Ja, hier könnten wir auch Ballen rein. Ah, das sehen wir. Oder wollen wir hier unsere Ballen? Das wäre natürlich, könnten wir natürlich auch machen. Dann machen wir die eine Seite frei. Erstmal stellen wir unseren Düngestreuer rein in der Halle. So, nee, in der Sämaschine, da können wir den gut hinstellen. Gestellt, sehr schön. Das können wir mal zur Seite stellen. So. Ab mit dir. Wir können auch mal kurz in die Getreidetrocknung gucken. Licht aus, Motor aus. Und dann gucken wir mal kurz in die Getreidetrocknung. Was da noch drin ist. 500. Ah, nee, 5000. Okay, das ist gut. Dann holen wir nochmal die 5000 getrocknete Getreide raus. Dass die Saatgutproduktion weitergeht. Ah, dazu brauchen wir den anderen. Dann nehmen wir den anderen gleich. Licht aus. So, Licht ist aus. Oder doch. Wir müssen sowieso, den können wir gleich nehmen, starten, Licht an. Und ich würde sagen, wenn wir das Feld angepflanzt haben und gleich noch ein paar Goldnuggets suchen, weil es ist echt dunkel, die ganzen Folgen, dass wir mal weiterspulen. Ich mache zwar dann Pflanzenwachstum aus oder auf langsam, also dann sehen wir gleich. So, aber jetzt geht's hier erstmal rein. So, ist hier noch was an Saatgut? Ne. Okay. Dann bringen wir das Saatgut mal in unseren zur Sämaschine. So, der ist ja auf dem anderen Feld, da können wir gleich reinkippen. So, und auf geht's. Der darf entfernen nicht, doch. Wo steht er denn? Ich muss mal kurz. An der Ecke steht er, ne? Da hinten. Dann werden wir den gleich mal voller Saatgut kippen. Hat nur noch 23%. Oh, das wird aber eng. Öffnen. Das müsste ja eigentlich hier vorne rein. Sehr schön, der ist voll. Den lassen wir jetzt mal hier stehen. Motor aus, Licht kann anbleiben. So, dann machen wir mal unser GPS an, weil es dunkel ist. Da brauchen wir mal ein bisschen GPS. Sonst wissen wir gar nicht, wo wir waren. So, ein bisschen so. Genau. Starten wir mal. So, senken. Und auf geht's. Ach, hier haben wir ja Mais, nicht Weizen, sondern Mais haben wir hier. Okay. Ist auch okay. Wir brauchen sowieso jede Menge Weizen. Mais. Für die Schweineproduktion. Das ist okay. Und wenn wir doch zu viel haben, dann werden wir es einlagern. Weil ich habe gesehen, um dass wir die Goldnuggets alle finden können. Manche Goldnuggets sind in dieser Schweinemast drin. Da kommen aber nur rein, wenn wir sie gekauft haben.
Das heißt, wir müssen ein bisschen Geld investieren, um die zu kaufen. Wir müssen, glaube ich, 200.000-300.000 investieren, aber kriegen dafür dann 1 Million. Also wenn wir die gleich wieder zurückzahlen, haben wir noch 700.000 plus. Wo wir dann natürlich von die Felder noch ein, zwei kaufen können, dann vielleicht ein, zwei Gerätschaften und die Tiere. Das ist so der Plan bisher. Und jetzt machen wir das Feld erstmal schnell fertig. Vorgewinne müsste ja hier sein. Ja, genau. Brauchen wir noch anheben, die Seemaschine. Und einmal rum. So. Senken. Und weiter geht's. Dann brauchen wir natürlich auch noch zwei Schneidwerke. Eins für Mais und eins für Weizen. Wir müssen auch den irgendwie auf unseren Hof platziert bekommen. Vielleicht bauen wir uns dann nochmal eine Halle vielleicht für Gerätschaften hinter der Schweinemast. Oder woanders, denn da müssen wir gleich nochmal gucken, wenn wir die Gerätschaften haben. So, mal ein bisschen Innenansicht fahren, das ist auch ganz nett. Sogar mit Innenbeleuchtung, das ist sehr schön. Ja, ich habe letztes Mal Radio angemacht in einer der Folgen, die wurde aber nicht gesperrt, aber da hat der urheberrechtliche Dinge waren da am Gange. Zwar nichts Gravierendes, YouTuber gesagt, ist okay, der Urheber auch. Es könnte nur sein, dass der Werbung eingeschleust wird. Da habe ich gesagt, gut, dann lassen wir die Folge so, machen wir halt kein Radio mehr an. Das war schade, aber kann ich jetzt auch nicht großartig ändern. So, dann gehen wir jetzt einfach hier in jeden zweiten. Und müssen dann gleich nur einfach wieder zurückfahren, dann haben wir das auch. Müssen wir bestimmt noch viermal hoch und dreimal runter oder viermal hoch und viermal runter, dann haben wir das die Seite vom Feld auch geschafft, weil da müsste ja noch eine Ecke sein. Genau, die andere kleine Ecke ist nicht ganz so groß. Hier ist nur eine größere Ecke, die wir noch machen müssen. Aber das sollten wir vielleicht in der Folge noch schaffen. Unser guter Deutz-Fahrer. Ich esse das genau, der 611er. Ja, das ist auch schon ein bisschen mitgenommen, dreckig. Rost hat er auch mittlerweile angesetzt. Dafür war er billig, der gute Gebrauchte. So, dann können wir gleich mal wieder wenden. Kriegt es eigentlich noch mehr Licht? Nee, das ist das große Fernlicht schon. Ach du Jemine. So. Der Toner ist immer, wir sind gleich am Ende des Feldes angekommen. Zack, heben. Und wieder rein in die nächste Spur, also in die übernächste. Senken und weiter geht's. So, können wir mal kurz nicht Autopilot, sondern Tempomat reinmachen, dann fährt er von alleine. Auch schön. Also der sieht echt gut aus, vor allem jetzt bei Nacht mit dem Licht. Das ist total okay. Da können wir ja glatt mal einen Screenshot fast machen. So. Da haben wir gleich hier wenn dahin steht ein anderer Schlepper. Aber was ihr seht ist, es geht fast auf die. Ist gleich 9:30, also es wird immer dunkler. Hinten ist noch die Sonne, aber die wird auch gleich komplett untergehen. Dann sehen wir wahrscheinlich gar nichts mehr. So, zack, eben. Nächste. So, dann müssen wir gleich noch einmal runter, glaube ich. Und dann noch 1, 2, 3, 4 mal hoch. Ah, doch, hatte ich doch recht, 4 mal hoch und 4 mal runter. Das machen lassen, ich glaube nicht, wir müssen das selber machen. Dann machen wir das Feld halt nur mal schnell fertig. Der haut aber auch hoch. Abgase raus, ne? Was haben wir für ein Gewicht dran? Ein 650 Kilo. Na, das passt. Die Seemaschine, die braucht so einiges. Koppelwelle bewegt sich auch schön. Die ist auch dreckig. Das haben sie auch gut animiert, muss ich sagen. So, kommen wir gleich wieder aufs Ende des Feldes zu.
14 km/h ist auch okay. Normalerweise sieht man da euch mit 5 bis 8 km/h. Wir sind halt ein bisschen schneller unterwegs. Mal gucken, ob sich das ausgibt. Noch einmal. Ich glaube, wir müssen noch einmal. Das war hier ein bisschen schräg. So. Wir sind doch noch öfters. Ah, das Feld geht ein bisschen schräg runter, ne? Das geht, ja, müssen wir doch noch ein, zwei Mal mehr fahren. Das hat so eine leichte Schräge, sieht man es auf der Karte. Ja, auf der Karte sieht man es gut, das untere Teil des Feldes hat so eine leichte Schräge. Da müssen wir doch öfters noch fahren. Ja, kann Karte wieder ausblenden, können wir nochmal kurz gucken. Bauer Lührs war es, genau, Bauer Lührs, da war das, glaube ich, mit der Schweineproduktion, Schweinefutter. Und dann werden wir dann, wenn wir das haben, die ganzen Punkte suchen mit unserem Buggy, dass wir die auch einmal durchgesucht haben. Das werde ich aber, glaube ich, in einer Special-Folge aufnehmen, die ich ein bisschen schneller laufen lasse als einzelne Extra-Folge. Da muss ich nochmal gucken. Weil ich glaube, die ganze Zeit, das dauert bestimmt 20, 30 Minuten, bis ich da alle habe. Ich glaube, da wollt ihr nicht alle so lange dazu gucken, bis ich die alle eingesammelt habe. Dann mache ich das vielleicht im Schnelldurchlauf dann. Das nehmen wir dann so. Jetzt einmal zurück. Jetzt müssen wir hier rein. Ah, hier hat er noch gesehen. Hier hat er noch, ne? Wir senken sie trotzdem einmal. Ab hier hat er schon wieder nicht. Gut, die Spur hat er, aber die nicht. Dann müssen wir mal gucken, was die nächste... Ah, hier geht schon wieder ab. Also müssen wir die nächste Spur... trotzdem noch mal fahren. Okay, das ist ja kein Problem. Das können wir ja machen. Also einmal, das zweimal noch. Zweimal müssen wir noch. Schaffen wir doch das Feld nicht in der Folge. Ja, schade aber auch. Dann werde ich das Feld wahrscheinlich dann gleich offline weitermachen. Und dann haben wir das Feld auch. Aber ich sag euch danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge LS17 auf der Map Silver Suso bei Burgrim LP. Bis zum nächsten Mal und tschüss.